das ukrainische Parlament gestern diskutiert. Und letztlich hat man schon fast gesagt, das wird noch verschoben, diese Abstimmung über die Amnestie für die verhafteten Demonstranten, für Regierungsgegner. Am Ende haben sie dann doch abgestimmt, allerdings ohne die Opposition, weil nämlich der Präsident daran Bedingungen geknüpft hat, dass nämlich die Demonstranten so rum die Straßen und auch die besetzten Häuser räumen. Deswegen haben viele von den Oppositionsanhängern eben nicht mitgemacht im Parlament. Wie kommt das bei den Demonstranten an? Fragen wir gleich die populärste Sängerin der Ukraine, nämlich Ruslana. Sie hat den Eurovisionswettbewerb 2004 gewonnen und ist regelmäßig auf der Bühne des Maidan zu Gast. Was für eine Show, damals 2004 in Istanbul. Ruslana Lisitschko, Wild Dances. Mit diesem Lied und diesem spektakulären Auftritt siegte sie beim Eurovision Song Contest und wurde in ganz Europa bekannt. Spektakulär sind die Auftritte eigentlich immer. Nach ihrem Sieg ging der Popstar aus Lviv, aus Lemberg, 2005 in die Politik. Für die Partei von Viktor Juschtschenko saß sie im Parlament. 2010 machte sie Wahlkampf für Julia Timoschenko. Von Anfang an war Ruslana bei den Protesten auf dem Maidan in Kiew dabei. Nach wie vor ist sie der Star aus der Ukraine. Ruslanas Stimme wird gehört. Jetzt ist sie uns live aus Kiew zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Ruslana. Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße alle. Schönen guten Morgen aus der Ukraine. Bei uns ist sehr kalt, aber ich möchte Ihnen sagen, die Situation in Kiew sehr kompliziert, keinesfalls leicht zurzeit für den heutigen Tag. In der Ukraine sind wir der Meinung, dass die Opposition ist praktisch vernichtet als Tatsache, als Prozess. Die Demokratie wurde vernichtet. Wir sind der Meinung, in der Ukraine herrscht jetzt die Diktatur des Regimes von Janukowitsch. Wir sind sehr beunruhigt, weil Janukowitsch jetzt irgendwelche Forderungen an die Demonstranten stellt, denn diese einfachen Menschen haben viel Blut gesehen, viel Aggression seitens von Janukowitsch, seitens der Polizei, die jetzt zusammenarbeitet mit der Kriminalität, mit den Banditen. Und das ist ein Riesenterror, der jetzt in der Zeit nach der Erklärung der Unabhängigkeit die Ukraine erlebt haben. Wir sind der Meinung, dass die ukrainische Machthaber sehr viel Lügen verbreiten. Und der Protest begann damit, dass Janukowitsch einfach Prozess der Euro-Integration. Und jetzt gibt es sehr viele misshandelte Ärzte, Musiker, alle einfache Aktivisten, einfache Menschen, Polizei, sucht Menschen, die weiterhin auf dem Maidan stehen, die werden eingeschüchtert, die werden, man sagt denen, die sollen nicht mehr. Ruslana, vielleicht darf ich noch kurz eine Frage stellen aus Deutschland, vielleicht können Sie mich hören. Ich wollte nur wissen, wir haben gestern sozusagen die Meldung bekommen, vom gestrigen Abend natürlich, dass die Regierungsmehrheit zugestimmt hat diesem Amnestiegesetz, wenn denn die Demonstranten räumen. Sind Sie der Meinung, dass geräumt werden sollte, dass man die besetzten Straßen und auch Regierungsgebäude räumen sollte? Ich denke, dass Regierungsgebäude in der Tat geräumt werden müssen, aber die Straßen und Maidan der Unabhängigkeit, dort wo wir stehen, hinter meinem Rücken ist Maidan der Unabhängigkeit. Die Demonstranten werden nicht gehen. Das ist der friedliche Protest, das ist das Recht der Menschen gegen das Regime von Janukowitsch zu protestieren, gegen dieses Regime. Wir retten die Ukraine sonst nicht. Janukowitsch darf den Menschen diese Forderungen stellen. Das ist die Vernichtung des friedlichen Protests, das ist die Unterdrückung der Menschen. Dieser Mensch tötet jede Erscheinung von Demokratie, Janukowitsch. Menschen halten ihn nicht mehr für Präsidenten. Gestern ist aber nun mit einer Mehrheit abgestimmt worden, dass dieses Amnestiegesetz also gelten soll in Zukunft, dass Sie, wenn Sie denn das, die Straßen und die Regierungsgebäude räumen. Wir fragen uns jetzt hier aus Deutschland, das scheint ja alles nach einer ganz komplizierten Sackgasse auszusehen. Wie soll es jetzt praktisch für Sie, für die Demonstranten, für die Opposition weitergehen?
Ich möchte, dass die einfachen Menschen in Deutschland verstehen, dass diese ganze Aggression unmittelbar vom Regime von Janukowitsch und von seiner Mannschaft ausgeht. Die Polizei misshandelt, verprügelt Menschen, Studenten, einfache Menschen. Menschen wurden auch erschossen. Es wurden einfache Menschen angeschossen. Menschen haben viel Blutvergießen erlebt. Die Mehrheit, die gestern gestimmt hat für diese, das war kein demokratischer Vorgang. Das war eine Einschüchterung der Abgeordneten. Das ist ein großer Terror und Diktatur auf allen Ebenen. Und das, was jetzt die Kriminalität, Polizei und Regierung zusammenarbeiten, das ist Nonsens. Das ist eine große Tragödie für die Ukraine. Wir können den Maidan nicht verlassen. Wir können unseren friedlichen Protest nicht aufgeben, denn dann werden wir überhaupt das Land verlieren. Wir werden einen neuen Stalin in Form von Janukowitsch. Janukowitsch macht große Repressalien für alle Menschen. Ruslana, die populärste Sängerin der Ukraine, live vom Maidan zugeschaltet, hier bei uns im ARD-Morgenmagazin. Dankeschön.